Die Kabinen sind 8 Meter lang, sind 4 Meter breit, haben eine Höhe von 3,80 Meter und sind etwa 5 Tonnen schwer. Die Kabinen haben wir in Oberwies bei der Firma Carvatec abgeholt, beide Stück. Wir fahren jetzt im Konvoi miteinander auf Lauterbrunnen, das ist der Depotplatz, wo sie abgeladen werden. Und in einer späteren Phase werden sie von Lauterbrunnen näher auf Stechelberg geführt. Natürlich ist jede Kabine eine Einzelanfertigung, die im Engineering zusammen mit Designer kreiert wird. Die 85er-Kabinen haben eine maximale Kabinenlänge, weil es sich um die steilste Pendelbahn der Welt handelt, mit 159,4% Steigung. Und dann darf natürlich im Bremsfall die Kabine und der ganze Pendel, also das Gehäng, nicht mit dem Seil kollidieren können. Wir sind jetzt gerade vorbereitet, das zweite Laufwerk aufzutun. Dann müssen wir jetzt einen Haufen Sachen abmontieren, weil die können wir nachher erst dran tun, wenn es oben steht. Dann müssen wir das Zugseil runter ziehen. Und wenn das oben ist, das nächste ist noch ein Gehänge einfahren. Das kommt nachher. Gut, stoppen. Da wir im Fahrzeug eine Scheibenheizung, eine Bodenheizung haben, haben wir natürlich einen grossen Energiebedarf. Und der grosse Energiebedarf tun wir hier mit der Elektrokontaktkupplung, die erstmalig bei Luftzellbahnen zum Einsatz kommt. Dann können wir das nachher gewährleisten. Da können wir 3x400 Volt 230 übertragen, 60 Ampere. Und somit können wir den erhöhten Strombedarf, den man braucht, durch die Scheibenheizung und alles decken. Auf der ersten Sektion sehen wir jetzt alles schon sehr scharf, detailliert. Oder? Am 14. Dezember geht die erste Sektion in öffentlichen Betrieb. Ebenfalls die zweite Sektion rechts wird dann im öffentlichen Betrieb übergeben. Aber wir gehen nachher im Halbjahrestakt mit weiteren Sektionen in Betrieb bis im Sommer 2026. Also es geht Schlag auf Schlag.